Alle mitmachen! 150 bis 200 AktivistInnen haben Mittwoch früh die Baustelle der Stadtstraße im 22. Bezirk in Wien erneut besetzt. Nach wenigen Stunden hat die Polizei mit der Räumung begonnen. Die Forderung der AktivistInnen ist immer noch dieselbe. Wir wollen keinen Bautunnel und wir wollen auch keine Stadtstraße. Wir wollen keine fossilen Großraumprojekte, sondern wir wollen Platz für Menschen und wollen Platz für Natur, und zwar schnell, weil sonst ist es zu spät. Ja, was wir hier machen, ist eine unangemeldete Versammlung. Das heißt, es ist ein Verwaltungsdelikt, ungefähr so, wie wenn man halt bei Rot über die Ampel geht. Ist jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Genau, was hier passieren kann, ist, die Menschen, wir werden halt festgenommen für maximal 24 Stunden. Wenn Identitäten festgestellt werden, bekommen wir eine Verwaltungsstrafe. Das sind 100 bis 200 Euro ungefähr. Genau, das ist das Risiko, das wir in Kauf nehmen. Ja, also die Klimabewegung und ganz viele andere Bewegungen vor uns leisten zivilen Ungehorsam gegen Unrecht, das einfach nicht hinzunehmen ist. Und deswegen können wir nicht einfach zusehen, wie hier unsere Lebensgrundlagen mitten in der Klima- und Energiekrise zubetoniert werden. Die Räumung dauerte bis in den Nachmittag an. Es gab mehrere Anzeigen und Festnahmen.